Ein Anästhesist ist vor einer Operation, nach einer Operation und während der Operation für die Patienten da. Wir sind quasi sowas wie der Anwalt für die Patienten. Wir kümmern uns darum, dass sie das Ganze gut überstehen. Bei sehr kritischen Fällen sorgen wir dafür, dass zum Beispiel Blut transfundiert wird, dass wir die Kreislaufsituation aufrechterhalten. Bei leichteren Fällen sorgen wir vor allem dafür, dass es ihnen anschließend auch sehr gut geht, die Schmerzen ihnen genommen werden, dass sie sich wohlfühlen anschließend. Anästhesisten sind aber noch in vielen anderen Bereichen tätig. Zum Beispiel besetzten wir viele der Intensivstationen des Landes und die allermeisten Notärzte sind tatsächlich aus der Anästhesie. Und auch in der Schmerztherapie, vor allem der invasiven Schmerztherapie, sind die Anästhesisten zu Hause.